Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Gut geschlafen? Unsere Tochter mag dich wirklich sehr. Sie hätte dich gerne als großen Bruder. Oh, freu dich nicht zu früh. Mach noch keine Freudensprünge. Wenn du Teil dieser Familie sein willst, musst du essen wie diese Familie. Das riecht gut, nicht wahr? Iss das alles auf und werde einer von uns. Dann nehme ich dir die Dinge ab und du kannst spielen gehen. Aber du musst alles aufessen. Ich esse das nicht. Das riecht doch wie Scheiße. Ich hab den ganzen Tag geackert, undankbarer Kerl. Ich hab's mit Liebe gekocht. Du solltest dich jetzt besser benehmen. Ich muss etwas unternehmen. Was für ein Lärm! Sie darf nicht sehen, dass ich aus dem Bett war. Mein Rücken.
Hey, Moment mal. Oh, nur meine Einbildung. Komm schon, iss auf. Ich habe das nur für dich gemacht. Keine Sorge, ich bin sehr bald wieder da. Mach diesen Lärm! Bist du das wieder, Lucas? Ich sag's dir immer, Junge, nicht so laut. Boah, vielleicht ist das hier mehr nach deinem Geschmack. Hä? War hier jemand drin? Oh, irgendwas stimmt nicht. Hm? Naja, alles scheint an seinem Platz zu sein. Ich hab mir gedacht, du würdest nicht essen, also habe ich dir was anderes gebracht. Zur Hölle sind diese Leute? Ah, ausgemachtes vom Feinsten. Thank you.
Muss zurück. Mir macht das keinen Spaß, verdammt! Scheint an seinem Platz zu sein. Warum bist du bloß so stur? Du isst besser oder ich stopfe es dir in den Rachen. Schnell, denk nach! Nur zu, Miss Stöck. Ich hab was für dich. Lass dich das Messer schmecken!